Ja, Kunstkacke, Deckel drauf. Es riecht aus den Sinnscheiße-Bergwerken. Ja. Montagabend, 20.03 Uhr, gibt es nochmal im BR2 Rette das Geld von Inga Helfrich. Und dann haben wir nochmal den Radiotatort und dann nochmal den Radiotatort. Radiotatort, sollte man noch erwähnen, das kann man ja auch hier schon mal machen. Ach, richtig. Nochmal den News haben. Hat sich was geändert, ja. Radiotatort ist jetzt direkt zum Download gibt. Also normalerweise musstet ihr immer bis zu diesem Montag nach der Ursendung warten. Also nachdem alle Sender gesendet haben, wurde ja der Radiotatort zum Download zur Verfügung gestellt. Jetzt gibt es den immer direkt im Anschluss an die Ursendung beim BR, also mittwochs um 21 Uhr. Ist der Radiotatort zur Verfügung und zwar jetzt auch für ein Jahr. Und das geht jetzt auch schon rückwirkend. Also ich habe gesehen, es gibt die Radiotatorte seit Februar letzten Jahres, stehen immer noch zur Verfügung. Das könnt ihr also ein Jahr lang, könnt ihr das auf der radiotatort.de, stehen die noch zum Download. Also keine Eile mehr, wobei das ja schon mit 4 Wochen schon recht gut war, aber selbst da gab es ja immer noch Verpasser. Ja. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Sehr löblich doch, finde ich super. Ja. Ja, dann Montagabend, wollte man mal erwähnen wieder, 23 Uhr im SRF 1, da gibt's ein neues Schreckmümpferli, und zwar der Polarforscher von Fritz Sauter, SRF-Produktion, das ist eine Ursendung, das nächtliche Gruseln. Dann gibt es was Neues von Eugen Egner, eine WNR-Produktion, die ist noch aus dem vergangenen Jahr, sollte im letzten Jahr urgesendet werden, wurde aber anscheinend nicht rechtzeitig fertig, sodass man damals Olga Lafon gesendet hatte stattdessen. Jetzt gibt es Eugen Egners Die Landschaft endlich erstmals zum Hören, und zwar am 16. Februar 23.05 Uhr bei WDR 3. Nach der Ursendung auch im WDR-Hörspielpool zum Download. Geil. Ja, ich freue mich. Ich auch. Da ist es bestimmt auch so, das tun vielleicht auch manche als Kunstkacke ab, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, könnten wir auch vorstellen, ja. Nur eben, das ist Kunstkacke, die sich selber auf die Schippe nimmt und humorvoll ist. Ja, ich glaube auch, das gibt es ja mittlerweile auch bei vielen. Also gerade so Egner fällt mir da ein. Dann hier so dieser Dunstkreis Rocco Schamoni, Jacques Palminger, da kommen wir auch noch gleich zu. Und also da gibt es schon einige, die das dann auch sich selbst da quasi in der Radiokunst persiflieren. Ja. Das ist die schönere Variante auf jeden Fall. Ja, genau. Generell, wenn man sich nicht so ernst nimmt, ist es immer gesünder. Also bei Olga Lafon ist so ein Paradebeispiel. Das ist so so ein Hörspiel, wo man wirklich da davor sitzt und denkt, also entweder ist das ganz großer Mist oder ganz große Kunst. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr gut. Ja, dann am Dienstagabend um 20.05 Uhr, 17. Februar sind wir angekommen, WDR 5, die russische Front von Jean-Claude Lalumière. Eine WDR-Produktion aus 2012. Die ihr auch downloaden könnt im Anschluss an die Sendung. Das ist ja auch wieder schön, dass der WDR auch mal ältere, naja gut, 2012 ist jetzt nicht so alt, aber zumindest schon mal etwas, man muss zumindest schon mal beim WDR wahrscheinlich in den Keller gehen, sie hochholen. Und diese Praktikanten schicken, ja. Ja, und das gibt's dann nochmal als Download. Das ist ja wirklich sehr, sehr lobenswert. Lieber WDR, großes Lob an euch. Dann Dienstag, 17. Februar, 20.10 Uhr, gibt's im Deutschlandfunk ein Hörspiel von Graham Greene. Billig im August heißt das Ganze. Es geht um eine Frau, die einen Urlaub macht. Der Mann muss arbeiten und sie vergnügt sich dann, ich glaube auf den Bahamas spielt das Ganze, und lernt dann einen alten, also in dem Sinn wirklich aus ihrer Sicht sehr alten Mann kennen, der auch dort Urlaub macht, weil es im August da eben sehr billig ist, so damit zum Titel. Und es entspinnt sich eine sehr merkwürdige Beziehung zwischen den beiden. Das hat so dieses, ja, so eine Lamoyanz, so eine seltsame, wie soll man das sagen, ist und bleibt eine merkwürdige Beziehung, die am Ende auch für mich nicht so ganz schlüssig aufgeklärt wird. Also es hat ein Ende, was schon ein gewisses Interesse hat. Also es ist schon interessant, aber so hundertprozentig hat mich der Schluss dann nicht überzeugt. Aber hört mal rein, also ich fand es dann im Schluss besser insgesamt, als der Schluss vermuten lässt. Das gibt überhaupt keinen Sinn jetzt, oder? Ist schwierig, aber ja, so unterschwellig kommt eine Botschaft rüber. Ich sag mal, es ist kein Knaller. Das Deutliche. Den Knaller erwarten wir dann 23 Uhr 1 live. Da wird nämlich die Landschaft nochmal wiederholt von Eugen Egner. Und dann gibt's am Mittwochabend 20.03 Uhr im BR2 Lauter nette Menschen von Gordian Beck. BR-Produktion aus dem Jahre 2000. Das hast du, glaube ich, auch gehört. Du das warst eh generell fleißiger diesen Monat, eindeutig. Ja, aber nur beim Radio. Wenn gleich werden wir meine Lücken auch noch auftun. Lauter nette Menschen ist noch eine Produktion, also BR 2000, eine der letzten, wo Erwin Weigel noch als Redakteur für den
BR-Krimi verantwortlich war, bevor dann die Ausrichtung des BR-Hörspiels dann drastisch geändert hatte, also weg vom Krimi hin zur Kunst. Und das ist ja bis heute quasi so das tragende Motiv. Also so tatsächlich außer dem Radio-Tatort läuft ja im Bereich Krimi eigentlich überhaupt nichts mehr beim BR. Also es ist ja tatsächlich reine Produktion von Hörspielen als Kunstform. Lauter der Menschen ist eine Produktion, die wirkt, als wäre es aus den 50er Jahren. Also so wirkt auch die Story spielt auch wahrscheinlich so in dem Ritt. Also es geht um eine Provinzstadt in Bayern. Dort gibt es einen Bäcker, der so als Honoratior quasi in der Gemeinde gilt, allerdings eine sehr junge Frau hat, die etwas schlüpfrig ist, zumindest was der Rest der Bevölkerung das so ansieht und was ihm dann auch so etwas das Genick bricht. Und er darf zum Beispiel, soll er bei der nächsten Wahl ausgebotet werden, da will der Heimatverein als Partei antreten und er soll dann da plötzlich keine Rolle mehr spielen. Ja, es gibt dann einen Kriminalfall, dieses geheime Dorfleben, diese Intrigen, die da gesponnen werden. Das ist sehr, sehr unterhaltsam und wie der Titel schon vermuten lässt, gibt es da lauter nette Menschen in einem sehr beschaulichen Dorf und so ein schönes Spiegelbild einer Provinzposse, schön abgebildet und man konnte das auch irgendwie, man hatte direkt Bilder im Kopf, also es war auch sehr, sehr schön erzählt. Ist trotzdem noch gehaltvoll gewesen. Also liebe BR-Künstler, sowas hättet ihr ruhig weiterlaufen können. Also hättet euch nicht geschadet. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn sie den letzten Detektiv ein bisschen weitergemacht hätten. Ja, stimmt, genau. Wäre jetzt nicht so schlimm gewesen. Nein, hätte ich jetzt auch nicht. Also, nee, hätte mir auch nicht wehgetan. Das ist halt, wenn dann einer das Geschehen bestimmt, sagt, es findet ein Richtungswechsel statt, dann ist krass, wie stark sich dann wirklich das Programm ändert. Das ist auch, glaube ich, bei keinem anderen Sender so, oder? Also ich kann mich nicht, also zumindest nicht bei so einem Großen. Also ich glaube, wenn zum Beispiel der Saarländische Rundfunk, klar, da gibt es auch, die haben halt auch, weil die halt eine spezielle Ausrichtung haben durch diese deutsch-französische Grenzgängergeschichte, müssen die halt, oder beziehungsweise haben die halt so ein Fable dafür entwickelt, auch eher so französische Stoffe zu machen. Und die haben halt eben auch nur, was weiß ich, 5 Ursendungen im Jahr. Da ist es natürlich klar, da kann man nicht Großes im Vollen schaffen. Aber der BR, der halt wirklich als großer Sendung, ich weiß nicht, wie viel Ursendungen pro Jahr produziert. Und dann ist dann halt wirklich alles in eine Richtung schwierig. Genug der Schelte. Kommen wir zum 100-Jährigen. Ja, der 100-Jährige kommt mal wieder. Und zwar parallel zu lauter nette Menschen. 20.05 Uhr im NDR Kultur Mittwochabend gibt's den 100-Jährigen, beziehungsweise den jetzt bimmelt's. Hörst du es? Schlag 9. Den ersten Teil wollte ich sagen. Ja, nach der Geschichte von Jonas Jonasson, HA-Produktion aus 2013, die wir ja schon schwerst gelobt haben damals, als es rauskam. Leonhard Koppelmann steckt hinter der Inszenierung und das hat uns ganz große Freude bereitet, diese ja skurrile Geschichte dieses 100-Jährigen, der abhaut, um diesen Feierlichkeiten zu entgehen und dann einen ja sehr unterhaltsamen Roadtrip unternimmt, wo ihm sehr skurrile Gestalten begegnen. Wunderbar, auch diese Leichtigkeit ist sehr schön eingefangen, diese Geschichte. Lobenswert auch die musikalische Seite, wo man eben merkt, okay, da ist auch wirklich ein bisschen Geld reingesteckt worden. Also da sind eigene Kompositionen mit einer Big Band entstanden. Und das macht das Ganze wirklich besonders. Und das muss man einfach mal gehört haben. Das ist hackenunterhaltsam. Und was auch ein positiver Aspekt war, dass das Hörspiel hat man damals nicht auf HR2 Kultur gesendet, sondern auf der Populärwelle, dem HR1. Das zeigt halt wirklich mal, dass man sich da mal Gedanken macht und versucht hat, mit einem recht populären Stoff auch mal Menschen für das Hörspiel begeistern zu wollen. Also dass man es nicht so im Kulturbereich versteckt, sondern tatsächlich mal in die Offensive geht und auch mal sagt, ja, hier HR1, du bist die Populärwelle und du kannst das jetzt mal senden. Das hat man sogar, glaube ich, am Pfingsten zum Hauptprogramm gesendet, also dass es auch möglichst viele dann noch wahrnehmen. Finde ich schon einen guten Zug. Das hat man ja damals mit dem Radio-Talent auch probiert. Ist ein bisschen eingeschlafen, also es gibt es kaum noch. Also ich glaube, außer SWR, der das Ganze im 4. Programm, in diesem, ja, ich sag mal so, salopp Heimatkanal sendet, ist das leider beim Radio-Talent nicht mehr der Fall. Das hat man ja früher auch auf RBB1 und sowas gesendet. Insofern finde ich das schon immer mal ganz gut, wenn man das mal versucht, das aus der Kulturecke ein bisschen rauszukriegen und auch mal andere Hörerschichten für das Hörspiel zu begeistern. Ja, gerade mit dem Stoff hat das natürlich in dem Jahr auch gut funktioniert, weil da war dann der Film angekündigt für 2014 dann. Ja, und das Buch ist ja damals auch populär gewesen. So populär, dass da ist man ja nicht dran vorbeigekommen. Das stimmt, ja. Es ist egal, in welchen Buchladen du reingekommen bist, du wirst ja erschlagen mit dem 100-Jährigen.
Ja, Mittwoch, 18. Februar, 21.30 Uhr, Deutschlandradio, Kultur. Da gibt's Die Mauern waren hier dick von Esther Dischereit, eine Eigen- bzw. Autorenproduktion aus dem vergangenen Jahr, die erstmals jetzt im Radio zu hören ist, also Ursendung, dauert noch nur 26 Minuten. Ja, dann springen wir zum Donnerstagabend. 23 Uhr gibt es nämlich auf 1 live den ersten Teil von Der Zug von Martin Heindl. Eine WDR-Produktion aus 2015. Das ist nämlich die Ursendung, die da läuft. Genau, das gibt es auch zum Download. Und bei der Stelle Grüße an Martin Heindl. Ja. Ja, dann Freitag, 20. Februar, 22.03 Uhr, SWR 2, gibt es den Aschermittwoch von Tom Peukert. Ein Castor Troja ist das. Ja, ich fand ihn nicht ganz so gut wie der vorigen, aber immer noch hörenswert. Also es ist, Castor Troja hat so ein spezielles Format. Das ist halt so irgendwo zwischen Comedy und Hardboiled. Erinnert so ein bisschen an Dirk Gently, so ganz leicht. Aber so die Farbe hat es davon. Also wer Castor Troja mag, kann hier auch nicht vorbei. Es verstrickt sich im Politischen und macht daher besondere Laune, weil es halt auch reale Personen, ohne sie beim Namen zu nennen, mit eingebunden sind, die zumindest im Jahr 2011 noch eine Rolle gespielt haben. Ich glaube 2014 auch nur eine kurze Rolle. Mittlerweile spielen sie keine Rolle mehr. Aber hört euch das mal an. Ja, ist ganz interessant. Ich fand ihn aber auch nicht so gut. Da gibt's auch bessere Castor Troja, finde ich. Aber ist trotzdem immer noch hörenswert. Dann gibt's parallel dazu 22.04 Uhr im RBB Kultur Abzählen von Tamta Melashvili, eine NDR-ORF-Koproduktion aus 2013. Und die ist auch Hörspiel des Monats geworden. Ja, die haben wir euch im Jahresrückblick hatten wir die, glaube ich, mit drin. Ja, glaube ich, erst im Anschluss ans vergangene Jahr gehört. Also da verweisen wir dann auch entsprechend darauf. Dann kommen wir zum Nachtclub 2:1. Einen hatte ich schon, ja. Einen hattest du schon. Ja, Samstag 0.05 Uhr im Deutschlandfunk gibt's Zwei schwarze Männer graben ein Haus für dich. Ein sehr merkwürdiger Titel von Hans-Joachim Alpers. Eine SDR-Produktion aus 1995. Die ist also auch schon ein bisschen älter. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Das geht am Anfang, sowas Ähnliches hatten wir heute auch schon so los, dass ich, oh, was ist das denn? Da erhält nämlich ein Mann, der an einen Rollstuhl gefesselt ist, Briefe eines ja verschollenen Freundes, von dem er schon lange nichts mehr gehört hat und der eben auch als verschollen gilt. Und zwar ist nämlich eine Leiche gefunden worden. Und dann ist relativ klar, dass es sich eben um diesen Freund handelt. Denn dieser Freund hatte bei sich auch Briefe. Und diese Briefe sind seinem Freund im Rollstuhl eben jetzt zugestellt worden, nach seinem Tod. Ja, dieser Rollstuhlfahrer zieht sich dann eben zurück und fängt an, diese Briefe zu lesen. Und in diesen Briefen wird eine sehr merkwürdige Geschichte erzählt, wie nämlich sein Freund, ja, zunehmend, macht es zumindest den Eindruck, der Paranoia verfällt. Er beschuldigt nämlich seine Frau, übernatürliche Kräfte zu haben und ihm Böses zu wollen. Das Spannende ist dann nämlich diese Erzählebenen, wie das übereinander gelagert ist. Es wird nämlich einmal von den Briefen her erzählt und dann schwappt man eben natürlich immer zurück in das Leben des Rollstuhlfahrers, der nämlich je mehr er diese komische Geschichte liest und je mehr er in diesen Strom gerät, auch seine eigene Partnerin verdächtigt, ihm Böses zu wollen. Und das schaukelt sich immer mehr hoch. Es ist hackengut besetzt. Dieser Freund ist nämlich Peter Fricke. Das fand ich sehr, sehr geil. Den mag ich ja eh total gern. Und ich finde, das kann man sich sehr, sehr gerne mal gönnen. Es ist eine Art von, na, Fantasy jetzt nicht, aber es hat schon so einen Mystery-Anstrich natürlich durch das, was dieser Frau eben nachgesagt wird, durch diese besonderen Kräfte. Wie gesagt, das schaukelt sich immer mehr hoch, das ist immer spannend. Gegen Ende hat es dann so ein bisschen nachgelassen. Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr hörenswert, auch eher ein merkwürdiges Hörspiel. In dem Sinne, dass das jetzt schwer zu vergleichen ist mit irgendwas. Aber also wer, also ich würde jetzt nicht sagen, die ausgetretene, abseits der ausgetretenen Hörspielpfade, dazu so merkwürdig ist es dann auch wieder nicht. Aber ja, es ist schon was Besonderes, was man jetzt nicht alle Tage zu hören bekommt. Schaltet mal ein, doch, ist gut. Ich will das auch schon jahrelang hören, aber irgendwie ist gut. Ist noch nie geschafft. Ja, die besten Hörspiele des Jahres 2014 strahlt Ö1 am 21. Februar um 20.15 Uhr aus, um 14 Uhr in der Hörspielgalerie, heißt es, glaube ich, heißt es Samstagsgalerie oder Studio, ich weiß nicht, also irgendwie, also jedenfalls an diesem Samstagstermin. Da werden Ausschnitte gezeigt aus den Hörspielen des ORF, die am besten
abgeschnitten haben. Und zwar gibt es ja alljährlich eine Hörspielgala bei Ö1, wo halt die Hörer entscheiden können. Es gibt dann einen Publikumspreis, es gibt auch einen Jurypreis und dann wird dann das Hörspiel des Jahres gekürt. Da wird also schon mal die Auswahl vorgestellt und da könnt ihr dann gerne mal reinhören und mal gucken, was so der österreichische Hörspielmarkt so an Besonderem bietet. Fällt mir spontan gerade irgendwie keine Produktion ein. Also 2014, ich habe bestimmt was gehört, Ja, aber merkt man dann immer erst, wenn man die Titel liest. ja, ich denke Wahrscheinlich. auch, ja. Ist ja auch gut, wenn man nicht direkt hört, dass es eine ÖOF-Produktion ist. Finde ich auch schon mal gut. Die Knickerbocker, muss ich gerade denken. Ja. Obwohl, also seit Patrick mir diesen Tipp gegeben hat, habe ich tatsächlich alle Knickerbocker jetzt hier. Ich finde das mittlerweile sehr unterhaltsam, tatsächlich. Da musste ich mich tatsächlich erst reinhören. Das ist schräg, aber das hat so einen komischen Unterhaltungswert. Ich Okay. würde es jetzt nicht direkt empfehlen wollen, aber. Und zum Beispiel bei der Ravensburger Variante, also der deutschen Variante, wenn man so will, da ist Dougie Wilbert der Erzähler. Weiß ich, das hat, die haben irgendwie schmistige Geschichten. Das ist so drüber, so schön drüber, wie sich das eigentlich auch für so, ja, so im TKKG-Style teilweise. Okay. Ja, da stoße ich Da bei wird dir auf taube Schmerz. Ohren. Nein, 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 alles gut. Alles gut. Schreib mir nochmal gerade auf, Nicht Martins Knicker. Medikamente neu sortieren und anpassen. Werden wir nächste Woche nochmal einen Termin machen, Herr Stilzner? Ja. Dann gucken wir nochmal, mal da nicht noch was justieren müssen. Ja. Samstag, springen wir zum Samstag, 15:05 Uhr, 21. Februar, gibt es im Ah WDR3 ja. den ersten Teil von Bellamy, Guy de Maupassant, WDR-BR-Koproduktion aus 2000. Das ist auch noch eine von den älteren, oder? Also vor dem Umspab. Vermutlich, ja. Ja. Also das fand ich, das haben wir euch, glaube ich, auch schon beim Orcast Ja. vorgestellt und das ist auch ein sehr, sehr gutes Hörspiel. Also was, wo ich auch am Anfang dachte, auch, ob das was wird, aber das ist wirklich so mitreißend erzählt irgendwie. Also man findet da direkt Fuß, obwohl dieser Protagonist nicht so wirklich hundertprozentig sympathisch ist, macht das irgendwie total Laune, diesem Stück zu folgen. Es geht ja über, ich glaube, 165 Minuten, sowas in dem Dreh, also es sind Dreiteiler. Läuft dann ab dem 21. Februar um 15:05 Uhr und in der Wiederholung um 23:05 Uhr. Das ist jetzt auch neu, dass WDR3 sein Hörspiel samstags nochmal wiederholt. Im letzten Jahr hat man es zum Teil sonntags gemacht. Jetzt also immer samstags um 23:05 Uhr. Leider parallel dann zur Wiederholung des Krimi am Samstag auf WDR5. Das ist ein bisschen doof, aber ist halt so. Jo, dann haben wir noch eine Ursendung am Samstag 17:05 Uhr im WDR 5. Wer auch immer von Markus Orts. Ja, WDR-Produktion aus dem vergangenen Jahr, die eben jetzt urgesendet wird. Ja, das Leben in Fragen und Ausrufen von Irene Schuck nach Anton Tschechow, in der R-Produktion aus 2004, die läuft Deutschlandfunk um 20:05 Uhr an diesem 21. Februar. Ja, ist auch weniger Hörspiel als, ja, verkünstelte Teilgeschichte. Das ist schwierig. Also es wird im Endeffekt ein Leben nacherzählt und das eben in den verschiedenen Lebensabschnitten, die man so hinter sich bringt. Aber das Ganze eben nicht wirklich erzählt. Das Ganze ist eher so, ja, in so einer, ja, literarischen Sprache gehalten. Es hat Tschechow. Aber das Ganze, und das macht es dann letztendlich doch, jetzt hörenswert wäre jetzt zu viel, aber hörbar. Mit so einem saloppen, lockeren, ironischen Unterton. Und das fand ich überraschend dann. Also innerhalb dieser, ja, literarischen Sprache, dass dann trotzdem immer so ein Witz aufgeblitzt ist. Aber das eben, weiß nicht, Tschechow hat irgendwie was. Wir hatten doch das letzte Mal, die lebendige Ware war doch auch Genau. nach ihm, ne? Das fand ich ja auch Ja. schon super. Und das, also das ist jetzt weit, weit ab davon, dass ich das jetzt als Hörtipp für Hörspieler empfehlen würde, aber kann man ruhig mal reinhören. Ja, ruhig mal reinhören kann man auch am 21. Februar um 21 Uhr bei SRF2 Kultur in Jens Steiners Supermänner. Ein Hörspiel, was es auch parallel im Handel geben wird. Das Ganze wird beim Christoph Merian Verlag erscheinen. Es ist eine Produktion des SRF aus dem letzten Jahr. Es geht um Jerry Siegel, den Erfinder des Supermans, oder ja, einen der Erfinder, muss man glaube ich sagen, oder? Es ist glaube ich nicht alles nur auf seinem Mist gewachsen, aber dann doch schon hauptsächlich. Man erzählt auch aus Rentnerdasein, er hatte ja damals die Figur, beziehungsweise die Rechte an der Figur für ein Appel und Ei verkauft und ja, lebte dann von einer kargen Rente irgendwo, bevor sich dann Fans daran machten, da auf die Situation hinzuweisen und dafür zu sorgen, dass man ihm dann zumindest mal ein angemessenes Ruhegehalt bezahlt hat. Jedenfalls geht es um sein Leben. Die Story ist halt sehr auf ihn fokussiert und auf seine Vergangenheit, auf
die Art, wie er mit umgeht. Also man stellt sehr gut die Kauzigkeit dieses Charlie Siegels dar. Ja. Das wird sehr stark beleuchtet. Also wer jetzt da so ein Heldenepos auf so einen Abgesang auf Superman erwartet, der wird da ein bisschen enttäuscht werden, weil es tatsächlich sich auf die Figur des Autors fokussiert. Aber das finde ich doch schon interessant. Es dürfte vor allen Dingen die Comic-Fans interessieren, die vielleicht so ein bisschen dahinter blicken wollen, hinter die Kulissen und hinter das bloße Gezeichnete. Für die dürfte es äußerst interessant sein. Ich weiß nicht, ob es so der große Wurf ist, das als Hörspiel auf den Markt zu bringen. Ob's da ist interessant zumindest, dass man das macht. Es ist jetzt auch nicht direkt auf dem Tacho gehabt, ne? Ja. Also es wäre jetzt nicht so, wo ich denken würde, das muss jetzt unbedingt auf den Markt, weil es da eben auch einen Markt für gibt. Also die Verbindung ist halt, dass das irgendwie Comic-Fans tatsächlich interessiert. Und da gibt es ja schon so ein paar, weiß nicht, ob das über die Schiene dann vielleicht versucht wird. Das kann natürlich sein. Ja, ja, wenn man da irgendwie Superman nach vorne abbildet, dann weiß nicht. Nee, ist es noch nicht mal. Es ist nicht? Relativ schlicht gehalten, ja. Es ist, glaube ich, der Pool, der dann auch eine Rolle spielt. Der ist, glaube ich, wenn ich das so richtig im Ohr habe, ist der Pool da abgebildet. Moment, ich muss gerade mal... Genau, der Pool ist vorne drauf. Mhm. Der spielt ja auch in dem Hörspiel eine Rolle, aber fällt jetzt nicht so direkt ins Auge. Gut, ich meine, ich glaube, es wäre auch, glaube ich, ein richtig schwieriges Problem. Ach, hast du recht, ja klar. Stimmt auch wieder. Das wäre wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Der Pool ist einfacher. Ich weiß nicht, was der Poolerfinder dazu sagt. Schreibt uns, wenn ihr wisst, wer den Pool erfunden hat. Also den zum Schwimmen, nicht den Bär. Parallel dazu gibt's im Vielleicht Ende... Vielleicht war's Pulitzer. Ah, den muss ich erst verdauen. Ja, der tut auch richtig, also der zieht so von unten nach oben. Ja. Mhm. Einmal komplett durch. Durchatmen. So. Ja, jetzt nochmal ansetzen. Ja, 21:05 Uhr, also parallel dazu, gibt's im Ende der Info den ersten Teil von Ein sturer Hund, Heinrich Steinfest, SWR ORF Co-Produktion. Da haben wir den ORF. Ja, genau. 2013. Genau, das lief, glaube ich, dann so in der Ursendung, oder beziehungsweise ich hatte es dann, glaube ich, im letzten Jahr zu Jahresanfang gehört und war ein bisschen skeptisch, weil ich hatte vorher von Steinfest dieses, wie heißt das wohl, die Löwenbein, also diesen Stuttgart 21 Krimi, der mal so groß angekündigt war, den ich gar nicht mal so gut fand und entsprechend mit etwas vorsichtig an Ein sturer Hund dran ging und Ein sturer Hund hat mich tatsächlich begeistert. Muss ich sagen, das fand ich wirklich super Krimi. Es geht auch um einen Detektiv, also den gibt es ja schon in anderen Steinfest-Krimis. Diesen Cheng heißt er, glaube ich. Cheng. Ja, das weiß ich jetzt immer. Aber wie der Detektiv heißt, ist es doch nebensächlich. Es ist eine sehr merkwürdige Story, die sich entspielt. Eine Geheimdienststory mit also Thriller-Agenten. Alles ist da drin, was da eben reingehört. Und das ist so, so gut erzählt und hat auch einen so durchdachten Plot. Also das hat mich regelrecht begeistert. Also vielleicht auch gerade, weil die Ausgangssituation, wo ich Steinfest vorher vermutet hatte, da nichts Gutes erwarten ließ. Und insofern darf ich euch das doch sehr ans Herz legen. Das war eine wirklich schöne, hörenswerte Produktion. Das Ganze läuft dann, wie gesagt, in der Info, 21. Februar, 21:05 Uhr. Der erste Teil, dann die Woche drauf, den zweiten. Ja, dann haben wir zwei Wiederholungen noch am Samstag, 23:05 Uhr, gibt es nämlich im WDR 3 Bellamy nochmal den ersten Teil und im WDR 5 nochmal Wer auch immer von Markus Orts, dann mit Downloadmöglichkeit. Ja, dann springen wir zum Sonntag, 14:04 Uhr, gibt es nämlich im RBB Kultur Grüne Lunge, breites Pflaster von Katja Hensel, eine RBB-Produktion aus 2014. Eine Stricker-Produktion, also wo Stricker wieder an der Schaukel, schöne Grüße, das Studio schwingt. Als lieber Sven, das Bild kriegen wir auch nicht mehr aus dem Kopf. Das ist schwierig, ja. Das wird auf ewig zementiert sein. Ja. Es ist aber ein schönes Bild. Also. Ja, ich finde das auch schön. Ich finde, das sollte auch Pflicht für alle Hörspielregisseure werden. Pflichtklausel. Leider können die meisten ja nicht mit wehendem Haar auffahren. Ist schwierig, ne? Wir haben uns doch, bei der Hörspielmesse war das doch gedacht, ach Mensch, die Hörspielproduzenten, die ähneln sich immer mehr. Ja, die sehen alle relativ, also so gerade frisurentechnisch. Ja. Ich weiß nicht, wer saß da? Saß Dennis Erhardt? Dennis Erhardt saß da. Patrick Holtheuer? Blitzi, genau. Und aber noch zwei, drei. Ach hier, Marc Brandes. Balthasar von Weimann. Genau, Balthasar von Weimann, genau. Mhm. Wenn man die direkt nebeneinander sieht, denkt man, aha, so frisurentechnisch geht das schon alles in eine Richtung. Ja. Ja, zurück zum Thema. Also, wie gesagt, Grüne Lunge, breites Pflaster, Katja Hensel, gibt es am 22. Februar, 14:04 Uhr, RBB Kultur. 15:05 Uhr gibt es Schubladen von Shishi Pop, eine DLR-Produktion aus 2013. Das ist ja die quasi Nachfolgeproduktion von dem
ausgezeichneten, also im Sinne von mit Preisen überhäuften Hörspiel, von dem ich jetzt den Namen vergessen habe, aber auch von Gigi Pop war. Ja, Gigi Pop ist speziell. Mit dem Sterben war das, wie hieß es denn? Du kannst ja mal über Schubladen erzählen. Ich erzähle was über Schubladen. Also es sind 6 Frauen, die sich jeweils im Pärchen miteinander unterhalten. Und das Thema ist hackeninteressant. Wer sich nämlich generell mit der ost-west-deutschen Problematik auseinandersetzt, was heißt Problematik? Problematik ist Quatsch. Thematik. Muss ja nicht immer gleich alles problematisieren. Thematik auseinandersetzt. Und vor allem eben mit dieser Generation. Weiß nicht, wie alt ist man denn dann jetzt? Ja, um 30, würde ich jetzt mal sagen. Leute, die im Westen und im Osten groß wurden, auch im Endeffekt abgekoppelt von diesem ganzen politischen Kram, von politischen System, was natürlich aber trotzdem natürlich eine Rolle gespielt hat, auch bei der Erziehung und wie man groß wurde, das ist schon sehr interessant. Da tauchen nämlich natürlich sämtliche Vorurteile auf im Gespräch, in den jeweiligen Gesprächen. Und das Ganze wird eben mit der Wahrheit dann auch konfrontiert. Also wirklich mit der ganz individuellen Wahrheit, eben wie diese Frauen groß wurden vor allem. Das fand ich auf jeden Fall mit das Spannendste. Eben beispielsweise das Thema, ob Mutti zu Hause bleibt und Mutti die Kindererziehung übernimmt oder wie früh man zum Beispiel in der Kinderkrippe landet und was eben im Osten eine Selbstverständlichkeit war. Und das fand ich dann doch spannend, diese Gegenüberstellung. Das Problem ist, Inup Dafma, im Endeffekt auch wieder, wo will das Ganze hin? Ja, diese Gespräche werden halt nebeneinander gestellt. Die Themen, die besprochen werden, sind interessant und auch was die Frauen zu sagen haben. Und das Ganze hat so einen leichten künstlerischen Touch, dadurch eben, wie das Ganze geschnitten wird und produziert ist. Und ist eigentlich auch durchweg hörbar und hörenswert eigentlich fast schon. Aber ist halt, es beschäftigt einen dann, je weiter das geht, immer mehr die Frage, ja, wo will das Ganze denn jetzt hin? Das ist weit von Hörspiel entfernt. Ja, aber ist eben trotzdem in irgendeiner Form hörenswert. Also es ist schwierig. Es ist wieder Shishi Pop. Also mit denen habe ich irgendwie so meine Probleme, aber auch gleichzeitig finde ich die Inhalte, die angesprochen werden und teilweise auch, wie das bearbeitet wird, doch gut. Es ist ein Hin und Her immer. Also ich würde es tatsächlich, also für Leute, die gerade diese Ost-West-Thematik und diese ja, individuellen Biografien interessieren, die sollten auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Ob es preisverdächtig ist, ist wieder ja, dahingestellt. Es ist übrigens, das andere war Testament. Testament! Das ist das erste. Und das hat den Hörspielpreis der Kriegsblinden bekommen. Ja. Genau. Ja. So viel dazu. So viel dazu. Dann eine Ursendung gibt es am Sonntag, 22. Februar, 17.04 Uhr bei SR2, und zwar Alexandra Badeas zersplittert. Das gab es zwar im letzten Jahr schon mal, allerdings als Live-Hörspiel beim SR. Und das ist jetzt die Studioversion. Das ist ja auch so eine Tradition, dass man halt so Live-Hörspiele dann auch später nochmal als Studioversion bringt. Das ist jetzt wieder mal der Fall und das läuft dann, wie gesagt, um 17.04 Uhr bei SWR2. Dann haben wir eine Ursendung, Sonntagabend 18.20 Uhr SWR2, Die lächerliche Finsternis von Wolfram Lotz, eine SWR-Produktion. Und dann gibt's was den Martin wahrscheinlich richtig freuen wird. NDR Info 21.05 Uhr, 22. Februar, gibt's Ingrid Marschans Geschichten aus der großdeutschen Metropole, und zwar den dritten Teil, Einigkeit und Recht und Freiheit, als Ursendung mit Nachhörmöglichkeit. Also oh ja. Man darf sich freuen. Also gerade der erste Teil, das ist ein Knaller. Das ist ja. Kaminski, ja? Kaminski ja. Und Franziska Trögner, glaube ich, war denn noch dabei. Na, ist ja egal. Jedenfalls war das. Ich habe Udo Schenk gerade im Kopf, aber ich weiß nicht. Das kann sein, ja. Doch, das kann sein. Schon, ne? Das ist auch sehr schräg. Wahrscheinlich trifft es auch nicht jeden Geschmack, aber das hat eine ganz eigene Dynamik, ganz eigene Erzählweise und macht wirklich Hackenlaune. Da sind so geile Ideen drin auch teilweise. Ja. Also wirklich Sachen, auf die man in 100 Jahren nicht kommt, wo man sich wegschmeißt, weil das so witzig ist. Und das schlägt eben in diese Egner-Kerbe. Mhm. Also das ist auch verkünstelt, aber in der Form, dass man eben das Ganze sehr mit Augenzwinkern sieht. Und es ist im Endeffekt doch irgendeine Form von Satire, also gerade im ersten Teil mit so einem politischen Unterton. Und ja, es ist sehr unterhaltsam. Und also auch der zweite Teil war gut, aber an den ersten Teil war es aber auch schwierig hinzukommen. Ja. Sind wir mal gespannt, was mit dem dritten passiert. Dann habe ich Umklapp. 2:2 steht's für die mitschreiben wollen, für die Freunde der Statistik. Soll's ja geben. Ja.
23. Februar, 0.05 Uhr, Deutschlandradio Kultur, gibt's Kurzstrecke 35. Da ist was Besonderes drin, und zwar gibt's da ein Hörspiel Gewinn trotz Verlust von Sönke Strohkarg. Den kennt man ja auch. Ja, liebe Grüße, Sönke. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das werde ich auch direkt hören. Das will ich auch direkt hören. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir werden dann auch berichten. Ja, dann gibt's nachmittags 14 Uhr im SRF 1 das Hörspiel Syra, Margret Schrieber. Ist eigentlich einfach, aber irgendwie, das ist für Schweizer wahrscheinlich einfacher auszusprechen. SRF-Produktion aus 2014, das ist nämlich eine Ursendung. Dann gibt's die Schubladen nochmal um 20.03 Uhr bei Bayern 2 von Shishikop. Auch schön. Dann 23. Februar, 21.30 Uhr, Deutschlandradio Kultur, gibt es eine Ursendung von Ulrich Land, Häuserkampf. Und irgendwie sagt mir das was. Also entweder war das Hörspiel schon mal angekündigt, irgendwie habe ich da was im Ohr. Oder weil vielleicht die Inhaltsangabe doch sehr an den Radiotatort, war es Casa Solar, erinnert. Also dieser Krimi mit den Gentrifizierungen, mit dem, ja, wo Leute aus den Häusern geschmissen werden. Und darum geht es wohl auch im Häuserkampf von Ulrich Land. Aber es ist, wie gesagt, eine Ursendung. Es wird auch als Deutschlandradio Kulturproduktion 2015 ausgewiesen. Ich bin gespannt. Das Thema scheint generell hin zu sein. Hatten doch auch Dead Zone Hamburg. Genau. Jetzt im Januar. Da kommen wir auch noch zu, genau. Ja, dann gibt's Montagabend 22 Uhr, eine halbe Stunde später, das überlappt sich, MDR Figaro, das Hörspiel Hannelore oder so ein abgelichtetes Leben will verkraftet sein. Langer Titel, Patrick Findeis, SWR-Produktion aus dem vergangenen Jahr. Patrick Findeis erzählt aus dem Leben von Hannelore Kohl. Fand ich zu Anfangs ein interessantes Thema, nach 10 Minuten musste ich allerdings ausmachen, weil ich sonst gestorben wäre. Nein, ich fand's sehr langweilig. Geht's da um, von wegen abgelichtet, um ihre Lichtallergie auch? Ja, yeah, genau, ja. Also es erzählt aus dieser Zeit, also wo sie dann quasi da im Dunkeln durchs Haus stromert und ja. Bei mir bild's. Ist hoffentlich ein Hund. Ja, ich hoffe auch. Ja, Dienstagabend, 19.20 Uhr im SWR 2 gibt's So auch ich von Jan-Frederik Vogt. Eine Ursendung aus den Hallen der Bauhaus-Universität Weimar. Ja. Das ist interessant. Ja, mal gespannt. Ja. Hast du mal weise so damals nicht aufgenommen? Konntest leider nicht hören. Ein Bauhaus-Hörspiel. Das ist wirklich interessant. Ja. Ist das dann Ursendung so funktional? Vermutlich. Eine Ursendung, die es dann auch zum Download im Anschluss an die Sendung gibt, läuft am 24. Februar um 20.05 Uhr bei WDR 5 Sale. Heißt das Ganze, ist von Georg Heinzen und eine WDR-Produktion aus dem Jahr 2015. Ja, dann Dienstagabend, 20.10 Uhr, also auch fast parallel, gibt es im Deutschlandfunk dann das Hörspiel Chapters von Bettina Erasmi, eine HR-Produktion aus dem vergangenen Jahr, das auch nicht wirklich ein Hörspiel ist. Mhm. Das ist auch wieder so ein Fall, das ist durchaus interessant und durch die Hauptfigur, das ist eine sehr bewegende Geschichte, über ja eine Obdachlose, die aus der ja sehr, sehr zentrierten Ich-Perspektive, also man erlebt wirklich das Geschehen aus komplett aus ihrer Perspektive, erzählt, wie sie so sich durchs Leben schlägt und eben ja quasi herumstreunert und von der Hand in den Mund lebt. Und ja, das ist schon sehr, sehr krass alles erzählt. Es ist ein bisschen ein formales Problem, weil eben diese Ich-Perspektive, es ist tatsächlich eher so ein Monolog, was sie so vor sich hin erzählt. Das Ganze eben nochmal spezieller, weil die Hauptfigur eben auch so angelegt ist, dass das Ganze nicht überemotional klingt, sondern ja, es ist eher so monoton und ja, fast schon neutral erzählt das Ganze, was ihr so passiert und die... Weil das ist halt eine sehr starke Diskrepanz, weil das, was hier passiert und das, was sie so erlebt, schon sehr, sehr krass ist und wie sie sich durchs Leben schlagen muss. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als Hörspiel empfehlen wollen, aber da die Geschichte selbst doch irgendwie schwer bewegend ist oder dieser Einblick ins Leben. Ich meine, es ist auch nicht so, dass relativ viel passiert mit einem gewissen Spannungsbogen oder so, sondern es wird da wirklich, es ist so ein Fokus auf diesen Alltag einer Obdachlosen gelegt und ja, es ist schon bewegend und interessant, aber ist auch weniger ein Hörspiel. Aber also vor allem großes Lob an Julia Riedler, die diese Hauptfigur der Maya spielt. Das war schon sehr, sehr stark, eben weil es eben auch so eigen klingt, weil die Sachen eben, die passieren, so schrecklich sind und
sie eben trotzdem so diesen alltäglichen Ton irgendwie drauf hat. Und das fand ich schon durchaus hörenswert. Ja, springen wir zum Mittwoch. 20.03 Uhr gibt's im BR2 dann nochmal den Tod des Archivars zu hören. Christian Udo Eichner und Tristan Mostri. Diese, ja, hatten wir euch auch schon vorgestellt, auch sehr eigenwillig erzählte, düstere Geschichte eines Journalisten, der in eine, ja, tote Stadt kommt und alles sehr merkwürdig ist und aus einer, ja, aus der jetzigen Perspektive eben entschlüsselt, was in dieser Stadt passiert ist. Und ja, das hat dieser düstere Grundton, den fand ich dann doch, der hat mich dann doch sehr eingenommen. Ja, auch wenn das Hörspiel selber, was Spannungsbogen und so anbelangt, auch, ja, eigenwillig ist, sage ich es mal. Ist nicht für jedermann, aber ich fand es durchaus hörenswert. Ja, dann gibt es nochmal den 100-Jährigen, den zweiten Teil, und zwar am 25. Februar 20.05 Uhr bei NDR Kultur. Und danach, nee, nicht danach, das ist leider überlappt sich das bisschen, am 25. Februar um 21 Uhr bei HR2 gibt es So fern vom Leben von Ulrich Bassange. Also Bassange-Fans aufgemerkt, hier geht es um Friedrich Nietzsche. Also Bassange beleuchtet das Leben Friedrich Nietzsches, der da von Santiago Ziesmer gespielt wird, ist auch eine irgendwie interessante Vorstellung. Irgendwie hätte sich die Figuren überhaupt nicht aufeinander gebracht. Ist schon interessant. Allerdings, ja, ich weiß nicht, wo das Ganze hinführen sollte. Also es ist jetzt kein, soll man denn sagen, also es ist jetzt nicht eine reine Biografie in dem Sinn, sondern es hat auch so einige Merkwürdigkeiten. Also es ist schon, man merkt schon Bassanges Handschrift. Ich finde es allerdings nicht ganz so genial gelungen wie andere Bassange-Spiele. Ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Es ist halt mehr so ein psychologisches Porträt. Ja, ja, ist ja gut, echt Nietzsche ist auch nicht meins, muss ich sagen. Nietzsche ist speziell, ja. Ja, der ist, also ich mag den auch nicht so. Das ist auch nicht meine Figur. Na gut. Aber also Santiago Ziesmer fand ich auch eine sehr eigenwillige Wahl, ja. Aber gerade, also das hat es dann tatsächlich doch irgendwie interessant gemacht, fand ich. Ja. Ich finde es aber auch gut, dass man ihn mal so besetzt, wie man ihn halt sonst immer besetzt hat. Das so Den fünften Troll spielt oder was weiß ich. Genau, was. Ja, dann gibt es den zweiten Teil von Der Zug am 26. Februar 23 Uhr bei 1 Live, das Hörspiel von Martin Heintl. Die Ursendung mit anschließender Downloadmöglichkeit. Und da, wo wir schon mal beim Großraum WDR sind, dann gibt's WDR 5 am 27. Februar 14.05 Uhr startet der Vierteiler Das kleine Gespenst von Ottfried Beusler bzw. nach Ottfried Beusler. Die WDR-Produktion aus 2008, die auch beim DAV erschienen ist und dort als Hörspiel erhältlich, gibt es ja jetzt im wöchentlichen Rhythmus jeweils freitags 14.05 Uhr. Hatten wir ja, glaube ich, auch schon hochgelobt. Ja, wer Jens Wawacek singen hören will, einschalten. Genau, er singt, ja. Auch wenn ich dieses Lied irgendwie, das mag ich nicht. Das fand ich irgendwie komisch. Weiß ich, da fehlt was. Bleiben wir beim Freitag, 27. Februar, 20 Uhr, SRF1, gibt es Schwester Lieb Ophelia von Hans Lucke. Oh, oh. Was? Verwandt, verschwägert, Lucke. Ach so, mit Freund Bernd. Nee, ich vermute mal nicht. Ich glaube auch nicht. Ich hoffe für ihn nicht. Ja, es geht um einen Schriftsteller. Ja, eine Schauspieler trifft ihn. Ja, der Schriftsteller hat ein Geheimnis und dieses Geheimnis wird in diesem kleinen Kammerspiel aufgearbeitet. Ein zwei- bis schließlich drei-Personen-Stück. Also das Finale kommt dann noch die Ehefrau des Schriftstellers hinzu. Das ist sehr wendungsreich und die schon überrascht. Also es ist... Vielleicht, wenn man als Kammerspiel-Krimi hört, denkt man, das ist gnadenlos super. Es ist eher gut, würde ich mal sagen. Also es ist nicht sehr gut, es ist gut. Es hat aber einige Wendungen und insofern empfehle ich es Krimi-Fans durchaus. Ja, dann hält der Jandl-Abend, der im letzten Mal ja noch weiter südlich war, jetzt auch Einzug im Bayerischen Rundfunk. Im BR2 gibt es nämlich den Jandl-Abend dann am Freitag, den 27. Februar, 21.03 Uhr. Gibt's fünf Mann Menschen und um 21.25 Uhr, direkt danach, wem es noch nicht reicht, das Röcheln der Mona Lisa. Ja, wir wünschen viel Spaß. Ja, dann eine Ursendung mit anschließender Nachhörmöglichkeit gibt es bei RBB Kultur um 22.04 Uhr an diesem 27. Februar. Die letzten Sekunden der Kindheit, ein Projekt des 12. Jahrgangs Szenisches Schreiben der UdK Berlin. Also auch ein Hörspiel von Studenten, genauer gesagt von mehreren, und zwar Uta Bierbaum,
Paul Bullinger, Thomas Köck, Edda Reimann, Fanny Sorgo und Stefan Wipplinger. Stefan Wipplinger, meine ich, hätte ich schon was von gehört, oder? Das sagt mir was, der Name. Spontan nicht. Muss ich mal bühlen. Ja. Dann gibt es ein Hörspiel, das ich nie mehr gehört habe, leider, das wollte ich eigentlich noch hören, im Nachtclub 3 zu 2. Deutschlandfunk 05. Du hast ja schon angefangen. Diskretion heißt das Ganze von Fred Kasek, eine BR-Produktion aus 1977. Ja, und das habe ich gehört und das fand ich eine sehr originelle Story. Es geht um hauptsächlich drei Personen. Der erste davon kommt in Geldnot, entledigt sich seines Schuldners, seines Gläubigers. Und zwar ist der Gläubiger auch nicht so, dass er freiwillig Geld gegeben hätte, sondern der Typ hat es ihm geklaut und der kam ihm auf die Schliche und er bringt ihn dann um dann halt eben da nicht in die Bredouille zu kommen. Da kriegt aber die Putzfrau was spitz. Allerdings nicht so wirklich, also sie durchschaut das zu Anfangs nicht, aber erzählt ihm dann von einer Frau, die auch so irgendwelche Probleme hätte und er dann feststellt, oh, das könnte ja was sein. Das ist ja ein Aspekt, mit dem sich die Frau gut erpressen lässt und wie man dann wieder an Geld kommen könnte. Und das macht er dann auch. Die Frau hat zufällig die gleiche, hatte die gleiche Putzfrau, von der erzählte er sie ja. Und die redet dann auch mit der Putzfrau und erfährt dann von einem dritten Mann, der auch so ein merkwürdiges Geheimnis hat. Und die denkt, oh, wenn ich jetzt hier Geld lassen muss an meinen Erpresser, dann erpresse ich doch auch irgendjemand. Ja, so entsteht dann über diese Verbindung der Putzfrau eine Dreiererpressung, wo jeder praktisch den anderen erpresst und das gipfelt dann darin, dass es also quasi nur um eine Summe geht, die dann da hin und her gereicht werden soll und die Treffpunkte dann immer verschoben und vorgelegt werden müssen, damit jeder das Geld kriegt, um es dann dem anderen geben zu können, was natürlich nicht aufgeht bei dem Dreierkreis. Ja, das Ende hat dann auch wieder einen schönen Twist und das ist sehr bitterböse, sehr rabenschwarz und halt vor allen Dingen sehr, sehr clever. Also mit dieser Konstellation, dieser Dreierkonstellation, das nimmt ein rasantes Tempo auf. Mir hat das total gut gefallen und also das war wirklich mal ein schöner, origineller Krimi mit einer schönen Wendung am Schluss. Also solltet ihr dringend hören. Das werde ich dann direkt mal Schluss machen, glaube ich. Siehste? Ja, dann hat der österreichische Rundfunk ja gewählt, beziehungsweise die Hörer. Ja. Und zwar wird das Ganze dann präsentiert, 28. Februar, 14 Uhr auf Ö1 läuft dann das Hörspiel des Jahres 2014. Und parallel dazu leider 14.05 Uhr ist im HR2 die Kinderhörgala mit der Preisverleihung Kinder- und Jugendhörbuch 2014 an unseren geschätzten Martin Ballscheid für das wundervolle Stück Nur ein Tag, das wir in den Himmel gelobt haben. Ja. Garantiert könnte ich mir vorstellen, auch in der Jahresliste relativ weit oben landen wird. Vermutlich, ja. Nehme ich doch mal stark an. Ja, dann gibt's den zweiten Teil von Bellamy bei WDR 3 am 28. Februar 15.05 Uhr und in der Wiederholung um 23.05 Uhr. Den Krimi am Samstag an diesem 28. Februar um 17.05 Uhr bei WDR 5 und Wiederholung auch 23.05 Uhr gibt's ein Hörspiel von Georges Simenon, der Bericht des Polizisten, das wir euch auch schon vorgestellt haben, das ich aber gar nicht so gut fand. Es ist Simenon halt, ne? Da ja, habe ich immer meine Probleme mit. Das ist nicht mein Autor. Ja, also das wird's auch, glaube ich, nicht. Also das ist, war mir zu langweilig, zu sperrig. Also hat mir nicht besonders gut gefallen. Aber ihr könnt es ja mal hören. Es gibt's auch zum Download, also macht mal. Ja, und dann um 21.03 Uhr am Samstagabend gibt's im SWR 4 Bangkok oder Ich will einen Schweizer heiraten von Claudia Gabler. SWR-Produktion aus 2011. Ja, das ist auch weniger Hörspiel. Es präsentiert uns 7 Möglichkeiten, wie ein Paar sich näher kommen kann. Oder 7 Gelegenheiten vom ersten Treffen über einen Urlaub und wieder zurück. Und ja, das sind eben diese 7 Situationen, wo die beiden sich miteinander unterhalten und ineinander verlieben können, sollen. Aber das Problem ist, dass die Frau eben einen Schweizer heiraten will. Der Mann zwar ein Schweizer ist, das aber nicht sagt. Warum, ist mir irgendwie schleierhaft. Also mir ist der ganze Sinn des Hörspiels, hat sich mir jetzt nicht so ganz offenbart. Das ist zwar, ich meine, die Gespräche zwischen den beiden und dieses Kennenlernen und dieses einander annähern, das ist ja alles ganz nett. Und wie sie sich dann auch wieder auseinander dividieren, so ein bisschen im Urlaub und so, ist alles ganz nett, aber irgendwie, ja. Okay. Wohin des Weges? Im Sonntagsstart und Vatersfest und Pferden, hat man früher gesagt. Ich weiß nicht.
Wer sagen kann, immer was damit. Ja, gerne. So, abschließend gibt es dann noch einige zweite Teile und ja, also zum Beispiel in der Info ein sturer Hund, zweiter Teil von Heinrich Steinfest, wie gesagt, sollt ihr hören, ist gut. Der zweite Teil von Bellamy, jetzt der Wiederholung um 23.05 Uhr, auch der ist gut und nicht so gut ist der Bericht des Polizisten von Georges Thibaudon um 23.05 Uhr bei WDR 5. Und damit hat sich der Februar auch im Radiotechnisch abgehakt. Jawohl, dann springen wir doch frisch und munter in den Hörspielmonat Januar zurück.